Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt auf unsere Kanäle. Ihr seht schon im Spiel, Fabi ist mit dabei. Uhu. Und natürlich AustranTV. Moin. Ja, wir haben gesagt, Fabi ist ausgeschlossen, aber wir haben ja immer ein bisschen Drama, Triebs, Trups, Traps. Und jetzt haben wir halt den Beerdiget und den Drama und ja, jetzt geht's los mit Gamstein 2.0. Weißt du, wenn du dich bewegst, bewegt sich auch der Boden. Ja, ist ja gut. Also für mich kurzum, Leute, das wird ein 2-Tages-Wochenprojekt. Wir wissen noch nicht, wie viele Folgen draus werden. Abstand. Auf jeden Fall so viele Folgen, wie werden es dann. Am Ende werden wir denn alles verkaufen, werden wir alles zusammenrechnen und dann sieht man, wer ist der Profi. Der King. Ah, Kong. Ich. So, mal kurz zu den Höfen. Ich habe natürlich wieder meinen alten. Ostrhein hat seinen alten mit Fabi, aber Fabi hat seinen eigenen diesmal. Genau. So, ich möchte gar nicht eingehen über die anderen Höfe. Ich möchte nur zeigen, mir gehört Feld 25, Feld 26 und diese Wiese hier. Die anderen Felder von den anderen Deppen müssen sie selbst erklären. So. Was? Fängst du an, fange ich an? Ja, fange ich an. Wie gesagt, oben Norden ist mein Hof, da habe ich Feld 4, Feld 9 und Feld 7 und dann halt eine Wiese, die wir erzählen. Wie man es auf 3,5 Hektar eigentlich erschlossen, maximal die Felder, also so grob sind alle Felder gleich groß. Und die Wiese, ja, so 100.000 so ungefähr. Ich sag's ja nochmal. Also. Ja, das habe ich vergessen. Jetzt wärst du dran. Ich habe Feld 14, Feld 16 und das hier auf dieser Wiese da ist mein Hof aufgebaut. Fahrsiedel und eine Halle da dran und das ist meine Wiese hier auch. 114.000 ungefähr. Ja. Leute, bevor ihr kommt jetzt, es hätte schönere Maps mit 3 Höfe gegeben, das wissen wir, aber wir wollten unbedingt die Gams sehen. So. Zum Start verpackt. Natürlich ein Drescher Class Dominator 88 SL. Haben wir hier Frontmähwerk, Heckmähwerk, Schwader Standard. Haben wir hier drin. MB-Truck. Pflegebereifung 0 der 900er Turbo. Düngerstreuer, dann haben wir hier einen Tiefenlockerer, weil wir Pflügen anhaben und wir haben Kalk an, mehr nicht. Dann habe ich hier eine Direktsaatmaschine, 3800er, 3 Meter. Mehr ist jetzt eigentlich nicht über die Saatmaschine bekannt. Dann haben wir hier noch ein Power Tube Plus Anhänger. Breitreifen, Ruf, alles rum und dran. Und dann haben wir hier noch ein Ladewagen. So, hier haben wir noch ein paar Pickbacks hier hinten. Und jetzt kommen wir noch zu den letzten 2 Sachen, dann können die 2 anderen anfangen. So, ich hänge in der Tür. So, andere Sache, Unimog. Das ist der große Motor mit U1600er mit Ladefläche hinten und Front- und Heckhydraulik. Hier haben wir noch Frontlader mit Ballenspieß. So, und jetzt das letzte, wo ich feiere zu hart, ein Deutz im Truck. So, jetzt bin ich fertig. Oha.
Meine Geschichte, ne? Fängst du an, oder? Ja, mach ich. Fange ich euch mit dem Drescher an. Ich habe den Klaus Terminator 98SL. Jetzt mal mit dem Schaltwerk und mit dem Maskebus. Das ist natürlich passend. Dann habe ich den Krone Turbo Dotter 500 als Ladewagen. Der Düngerstreuer müsste wahrscheinlich aber auch JG hat. Dann ein MB-Tag und der Turbo Intercooler. Ich darf schon anfangen zu dreschen, oder? Ja, im Rammekörper waren die 250. Und dann der Baldra im Kuh-Outfit. Mit ausgestattet mit einem coolen Fronttank. Dann mit einer Kreissäge. Mit einem Tieflockerer und mit einer Saatmaschine dran. Ich denke, das wird auch lustig werden manchmal. Das zeige ich dazu nichts. Ja, das war einfach mal ein Ruf. Habt ihr so die Ja. So, fangen wir in der Halle an. Moment. Also, ich habe einmal hier den Agromanns Flug. 2,5 Meter, wenn ich richtig bin. Und ja, 2,5 Meter. Den Unimog U1600 mit dem auch großen Motor. Dann ein Pöttinger Top 652 als Schwader. Das Kuhn Seitenmähwerk. Eine Beinpresse von Sigma. Keine Ahnung. Hier den FZ30 mit dem Ballenspieß. Und wie ihr eben schon gesehen habt, den Klaas Dominator 88SL und hinten dran Schneidwerkswagen und Schneidwerk. Die Direktsaat von Amazone, den Steyr, den Düngerstreuer hier und den Zetter und den Anhänger und Helga. Ja, das war mein Fuhrpark. Warum im Himmelsgottes Willen kann ich den Drescher nicht anschalten? Zapfwelle dran. An dem Maisgebiss kannst du keine Zapfwelle, nur die Schläuche. Doch. Na ja, Zapfwelle. Will da eigentlich nicht angezeigt, hatte ich vor ein Problem auch gehabt mit dem Abhängen. Ich kann auch Zapfwelle wieder abhängen. Na ja, was ist Zapfwelle denn? Musst du drücken, als ob du die Zapfwelle abmachen musst. Abmachen willst, ja. Na ja. Ist mal aus, aber mir ging. Ah, Tatsache! Da hat Ossi einmal nicht Müll gelabert, Leute. Aber nie Müll. Also, noch mal kurz, ich hab was von meinem Felderkauf nicht drauf geachtet. Mein größtes Feld, also Feld 9, hat Zucker oben drauf. Da sind dann auch Zucker. Ist mal eine Frage, warum kann ich das nicht runterrupen? Sicher, dass Mais ist? Nee, das ist Sonnenblumen. Unterstützt das der Drescher? Du sagst mir jetzt nicht. Nein, nein, das sagst du mir jetzt nicht. Ja, lustig war nicht. Das unterstützt der Drescher. Das Schneidwerk auch. Könnte das auch das Reif ist? Ja, unterstützt. Ja, das ist reif. Dann. Wir haben sowieso irgendeinen Fehler. Ich hab Angst vergessen. Weil es geht irgendwie nichts kaputt, wenn fahr ich die nicht scheiße rein. Ja. Kannst gar nicht stressen. Ja. Die Frage ist, liegt das jetzt am Drescher? Habt ihr damit schon mal gearbeitet? Ja, funktioniert. Nicht mit dem Schneidwerk. Drescher auch aufgeklappt. Ja, der läuft ja schon. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Hä? Bei mir. Stand bei mir. Hä? Ne, das steht bei mir. Steht bei mir? Bobby, hast du die haben jetzt irgendwas gesagt? Verkauft mal bitte. Was? Verkauft mal bitte eure Flächen und kauft die. Neu. Oh. Und wie kann ich helfen? Warte mal, ich merke mal, ich bin das mal 17. Er kann es mir nicht merken, ich fotografiere es auch. Ich kann den nicht verkaufen.
Ja, du musst Ossis Flächen verkaufen und er deine. Alles klar. Ei. Ja, wie kann denn das auch gehen, Ossi? Du musst mir Lohnunterstützer geben. Und ich Nein. dir. Ich könnte. Nein, Nein. du musst seine Flächen verkaufen, die bei ihm oben Achso. sind. Ich hab's auch Und er gerade bei dir deine. gemacht. Und die wies ja auch am besten. Merkt ihr dann, ja, alles. Und merkt ihr deinen Kontostand. Hab ich jetzt nicht Also. gemerkt. Ich hab's 7000 Quatsch gehabt. Sieht nicht gerade so gesund aus, aber naja. Boah, verkaufst du? Habe ich ja schon. Jetzt habe Nein, ich nicht sie wieder diese. gekauft. Nein, nicht kaufen. Du sollst das nicht kaufen, du sollst das nur Nein, verkaufen. Schwarzer. Verkauft aber Pfeffel 4 und die Wiese. Ah, ja, aber dann muss ich wieder kaufen und dann muss ich gucken. Nein, verkauf aber die Wiese. Danke. So. Achso, Ossi. Ja. Du musst dann auch den Hof verkaufen von Schweizer. Du musst das ja auch neu kaufen. Ah, jetzt geht's. Ja, ich habe ja auch deine Felder gekauft. Ah, mir geht's auch. Seine Wiese hat er sich nicht wieder gekauft. Ja. Schweizer. Ja. Ich muss noch die ganzen Felder von Aussie kaufen wieder. Nein, warum Nein, denn das musst du doch hier? gar nicht. Alter. Bist Du du ein musst kompetenter Grundstücker deine kaufen? Felder kaufen, Schweizer. Die Felder sind vertauscht. Aha, ja, die jetzt sind Ich sie muss dir eure gekauft. Farm-IDs tauschen, damit die Höfe funktioniert haben. Komischerweise habe ich jetzt viel mehr Geld. Ja. Man cheat ist Ist doch klar, zu. weil. Nein, du musst noch deinen Hof kaufen, Ossi, wenn das passt. Hey, bei mir geht das. 15.000 hatte ich. Irgendwas so mit Und Schweizer. 15.800 oder so. Und du musst Schweizers Hof noch verkaufen. Ich? Ja, du. Fabi regelt das kurz für uns, denke ich jetzt mal. Ja, Ossi hat's ja verstanden, oder? Ja. Ja, gut. Ich muss noch den Hof von Aussie verkaufen, oder? Na. Nein, Schweizer. Ist doch schon. Hab ich doch alles für dich gemacht. Ah, okay. Du musst jetzt nur noch dein Geld irgendwie zurücksetzen. Ja, dann mach Ganz das kurz. einfach. Ja. Wir haben den guten Mob drauf, wo man das einmal ganz einfach machen kann. Los, sind dort noch. Ja. Achso, Leute. Hilfe ist natürlich erlaubt. Na kurz, gesagt. Was ist erlaubt? Helfer. Helfer. Ja, ist klar. Habe ich jetzt gerade eingeschalten. Ich noch nicht. Ja, doch. Oh ne, der hat den Baum blockiert. Geil. Warum kann ich das So vorher? kennen wir den Helfer. So, okay, 240.000 muss ich dann Und weggeben. Helfer. Minus 239. Geiler Helfer. Helfer sagt, aber der Versuch wird beendet. Hat ihm erstmal ein Vorgewende gemacht auf der einen Seite. War ganz einfach. Aber passt Ist aber so. rund. Perfekt. Ja, jetzt muss ich zuerst den hier nehmen. Komm schon. Da wollte ich das noch rüber. Wir können noch kaufen. Oh. Mieten. Also jetzt wieder mein Kontostand passt jetzt wieder. Ach, meine Haben sie Wiese wurde noch nicht aufgeschlossen. gekauft. Dankeschön, Hab ich Fabi. doch gesagt. Das wirst du machen. Hab ich doch gesagt, Schweizer. Ich wusste nicht, Alter. welche Wiese du hast. 108.000, Deswegen. wie. Muss mir kurz 100, wie viel? 108.000 zucheaten, Leute. Tut mir leid, Leute, dass ich möchte eigentlich nicht cheaten, aber naja. Ah ja, oh Mann. Wir sind nicht in die Einzelheiten hier reingegangen, Leute. Wir haben uns den Hof gekauft und die Felder. Und nachher für den ganzen Stadtfuhrpark hatte jeder das gleiche Budget, dementsprechend 500.000 Tacken. Ich erzähle da jetzt keinen Mist. Stimmt.
Moment, jetzt muss ich nur noch kurz was gucken. Braucht die das Feld da unten Kalk? Ich habe das geguckt, aber ich habe es mal wieder vergessen. Nein, kein Feld von mir braucht Kalk. Das ist schon mal sehr was. Aber das muss gefügt werden. Nee, das muss auch nicht Das gefügt muss bei mir gemacht werden. Ich hoffe, Gedüngt sind alle. ich erwische jetzt den richtigen Big Da ist einfach Snippet der Helfer. Ja, funktioniert gut. Warum funktioniert das nicht? Lecker auch. Funktioniert 1A sogar. Ich bleibe halt immer und der dann. Ja, du bist nicht weiter. Was? Natürlich nicht weiter, Helfer. Dann weiß ich ja schon, was liegt das. Egal, dann muss ich das machen. Also noch den Kalksteuer nehmen hier, wenn alles gekalkt werden muss bei mir. So, Was die Kalk. einfällt. Ja, mein Drescher macht das jetzt nicht gerade die sauberste Arbeit, Leute, aber man kennt ja den Helfer von der LS nicht anders. Solange das er macht, macht er es wenigstens. Um die anderen. Das, wo finde ich schön an dem Glance Mod, es zeigt nur meine Fahrzeuge an. Sonst hätten wir da so eine überfüllte Scheiße da. Ah ja. Eigentlich, das muss halt lohnt sich dann der kleine Smart kaum eigentlich. Ja, nur für seinen Helfer zu sehen. Ja. Auch ne, jetzt war schon was kaputt. Weißt Ja, das ist ja die Sache dahinter. Wow, eigentlich alles im Sinn. Das fände ich dann sinnvoller, wenn dann alle Höfe angezeigt werden würden. Nö. Das wäre mir zu überschwemmlich. Meiner Meinung nach kann ja jeder seine. Ja, wow, dann werden 6 Fahrzeuge da maximal. Zumindest aktuell. Warum? Mehr? Dann ist schon noch mehr. 7. Warum, wenn jeder einen Helfer hätte? Ja. Ah ja, das müssen wir auch noch ausmachen. Ist ein Helfer oder ist egal. Ah. Ich würde sagen, erstmal begrenzen auf einen Helfer, oder? Mir ist Wumpe. Das ist ja cool. Ja, das war ein Helfer bleiben. Das wird ja auch angezeigt, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt hier einen Kipper dran hängst, dann wird auch der Kipper angezeigt, wie voll der ist. Oder Ja, nicht? aber es ist eine Reihe. Das ist ja trotzdem nur ein Fahrzeug. Siehst du? Und dann macht der Helfer noch was, dann sind es 3. Nee, der wird ja nur angezeigt, wenn du drin sitzt. Sicher? Ja. Jawohl. Ausnahmsweise mal Fabi recht geben. Ui. Einmal. Ah, wir düngen die schönen Felder. Ja, Ach, mein. dann bringt ihr die erste auseinander, ja. Nee, ich drösche. Das. Ich hatte ein Feld gekauft, wo es abgeerntet. Ja. Aber zum Glück muss ich nur das. Ja. Ja, wie man es nimmt, ein Feld nur pflügen. Aber davon das Größte. Ja. Das hat etwas über 2 Hektar. Was beide für etwas da lügen. Dann komme ich ja noch nicht schlecht raus, eigentlich. Naja, ich hab. Ne, ich muss noch ein Feld fliegen. Ach, nicht gut. Ja, Leute, wir haben so fast alle circa die Größen, die gleichen Größen von den Feldern.
Ich glaube, Fabi hat die größte Fläche. Ja, die kleinsten. Ja. Bist du sicher? Ich habe 3,3. Ich habe 2, oder? Ich glaube, ich habe 2, irgendwas. Ja, genau, habe ich. Lol. Sie hat die größten. Oh, sie hat mal wieder komplett ausgenutzt. Natürlich, also was ist das? Der Kerl gibt. Das habe ich noch schön gefunden im LS 17, Leute. Hatte man den verbesserten Helfer. Da gibt es halt hier auch. Also, jetzt nicht hier auf dem Server, aber. Siehst du, den gab es überall. Ich denke, es fällt gleich schon aufs, das fällt noch runter oben. Dauert noch ein bisschen. Am besten fällt gerade mal halb fertig. Ich auch. Hoffentlich geht bei Feld 9 der Helfer bei Rübenernten. Das wäre, ja. So. Ich hab morgen Zeit. Geil, morgen Freitag. Wir von nach Hause. Ei. Wieso benötigt Kalk, als wenn ich auf eine Fläche, die noch nicht abgeerntet ist, kein Kalk streuen darf? Jetzt habe ich die komplette Fläche vollgefahren mit Kalk und es zählt nicht. Was ist drauf geworden? Ich habe halt einfach gekalkt, weil ich gedacht habe, super, du kannst auch eine Fläche kalken, wo was drauf ist. Tadam. Na geil. Dann lass man doch hier stehen. Kann ich doch nichts im nächsten Feld fahren. Na ja. Ja, was sehen wir denn als erstes aus, Leute? Alter, das ist schon eine Herausforderung. Ja, ist klar. Gleich 100% gedüngt. Ja, komm. Machen wir fix, fix, fix. Wir nehmen als erstes gleich Weizen. Komm, das muss sein. So, dann machen wir da. Ah, es wurde. Leute, das habe ich gar nicht bedacht. Es wurde ja begrenzt auf einen Helfer. Ah, Strafkosten an jeden 5000 Euro. Ah, ja, klar. Ich habe den gar noch nicht eingetaggert, Ja, das wird zwar. Jetzt muss man eigentlich wirklich nochmal eine Strafe. Alter. Ja, sowieso müssen wir da eine Strafe geben. Wenn jemand das Regelwerk verstößt. Aber nicht an euch, dann müssen wir ein viertes Konto machen. Nee. Doch. Ja, die Mitspieler. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Ich werde dafür an uns sein. Der, wo eine Strafe macht, zum Beispiel 2000 Euro, sowas muss dann an die Mitspieler das Geld überweisen. Cool. Also, Fabi, wir müssen da immer Schweizers Videos mal angucken. Aber irgendein Verstoß finden. Dann muss ich das auch machen. Ja, Warte, ist nicht blinken auch ein Regelverstoß? Theoretisch haben wir ja gesagt, wir fahren realistisch. ja. Also wer blinken oder quer übers Feld fahren ja ein Und Regelverstoß. dann müssen wir Oder fast. wäre, wenn wir über eine 30er zu einer 40 Tour fahren, wäre auch ein Regelverstoß. Ja, okay. Machen wir so. Scheiße, wo ist jetzt. Wo sind die ganzen 30er-Zonen? Meiden. Wenn es kein Schild, dann ist es offen. Ja, so steht dann auf dem Boden. Also. Jetzt mal schauen. Dann. Offen ist eh nicht, weil im Dorf lässt eh nur 50 fahren. Die Scheibe muss auf, Leute. Es ist schön warm da draußen. So, ich möchte sportlichen Lauf, was man ein Bild hat zum Körper. Dann müssten wir fast auch die erste Folge nehmen wir jetzt mal raus. Aber dann müssten wir fast auch machen ohne Tappen. Wieso? Ja, dann gibt es noch mehr Regelverstöße. Ah, nee, 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 besser nicht dafür.
Und da bin ich auch nicht für. Du bist ja direkt das ganze Geld los. Ist dann, ja, welches Geld? Ich hab kein Geld. Ach, ich bin gegen die Mauer gefahren. 11.000 Euro hätte ich noch. Ah, Regelverstoß, da ist gegen die Mauer gefahren. Das ist war mein Gebäude. Unfälle ist ja kein Regelverstoß. Das ist auch noch mein Gebäude, also bin ich ja schuld. Wäre kein. Wenn KI gefahren wäre, dann wäre es eigentlich ein Unfall. Das wäre dann eigentlich. Das ist schuld, weil du nicht gebremst hast. Ja. Oh, das ist ein Zaun, gehört auch mir. Hat das Feld überhaupt eine Einfahrt? Was? Das Feld hat nicht mal eine Einfahrt. Leute, für die kleinen Endbahn. Dinge hier müssen wir. Ja, Kleintier. Für die kleinen Sachen hier am Feld, wo lasst der Helfer stehen, muss ich den gleich selbst in die Hand nehmen. Will. Aura. Warte mal, was selbst, ne? Ui! Zieht hoch, Leute. Das ist kein Problem für den M-Truck. Bei dem Mercedes, ne? Was im Truck ist nicht Mercedes. Was? Im Truck ist Intrag. Nicht. Ach, Intra! Ich verstehe M-Truck. MB-Truck ist ein M-Truck. Ah ja. MB-Truck. Dann kann ich ja hier die Saatmaschine stehen lassen. Ist ja mein Feld. Und kann den. Ey, ich hoffe, das fällt auch in der Folge. Aber schaut mal, überzieht das sowas von. Das ist jetzt eh bei 26 Minuten schon. 27. Ja. Weil, komm, da warte ich noch mit. Ah, den einmal. Und auf einmal, eigentlich ist halt auf mal 5. So, mal alles jetzt. Wenn die auf mal 5 läuft, dann kannst du halt auch mal, dass du auch mal was anderes hast, außer nur Tarn. Ah, ja. Ah, jetzt. Ah, gut. Ah, hä? Ich dachte, ich krieg den, Schneider, ich sagen, nicht mehr ab vom Düngerstreuer hinten dran. Oh. Ich frage mal lieber nicht nach, warum der. Feldweg darf ich fahren, so viel ich will. Ja. Feldweg ist ja nicht begrenzt. Und. Ja. Boom. 50. 60. Kein Problem, Leute. Oh, leck! Waren sind das noch zwei? Na, drei. Also drei Bahnen bin ich fertig. Komm, da fahre ich lieber 50. Können wir mal aus die Kurven fahren? Oh, alles klar. Ich bin auch fertig. Okay, dann muss ich nicht ausgehen machen. Perfekt. Hast du noch mehr Felder? Ja, sehr schön. Ja, noch ein Feld beim Drescher. Ja, das andere sitzt was länger dran. Bisschen. Alter, geht's hier runter. Ich hätte sollen vielleicht die Wiese mal besichtigen, bevor ich sie gekauft habe. Nein, das ist doch die Wiese, wo hatte ich schon im 17er, Leute. Wie? Nee. Gehört sie zwischen 28 und 29 und der BGA. Okay. Ich glaube schon, die war ein bisschen. Ja, habe ich nichts mit Buren oder was? Der Drescher fährt von alleine. Ja, aber eigentlich nicht. Komisch. Das liegt ja, glaube ich, auch an dem Feld. Das Feld musste ich schon im 17er immer selber machen. Oder mussten wir? Das war ich schuld, alle wieder gefuscht. Irgendwas. Gar nichts habe ich getan.
Im Steier wird es nicht mal aufhören, wenn ich nicht blinke. Man hört's. Es ist was so leise. Es reflektiert doch irgendwo bestimmt beim Kotflügel. Ja, je nachdem, wie rum du fährst, siehst du das kaum. Dann musst du einen Träger kaufen, wo hat die Anzeige. Ja, das wirst du halt immer bestraft. Okay, beim Brecher reflektiert. Beim Brecher siehst du das aber. Ich hab die Kamera mal so. Nee, ich hab die Kamera mal so stehen, dass du genau vorne Blinker siehst. Das Ganze in der Ecke. So, was ist denn eigentlich davon anders? Moment, leckt's gerade ziemlich bei mir. Der Ili hat. Ach! Weil das ist Werbung. Meister. So. Achso, das ist ja normal. Das ist für die erste Folge ein bisschen überziehen. Ich habe so eine lange Folge gar nie gehabt. Andreas spielt nicht. Ah, doch. Sicher? Ne, ich und du, sie hatten 50 auf der Hofbergbahn. Das war noch nicht so lange her. Für die 50. Folge. Ja, war ganz special, ne? Doch, ich meine, bei einer Fortnite-Folge hätten wir das mal gehabt. Ah ja, Fortnite-Folge. Da war Schweiz gerade in Urlaub. Ein Jahresurlaub. Ja. Das geht natürlich auch, Leute. Habt ihr gesehen? Das war aber leider kein Urlaub. Ach, warum leckt es jetzt? Was? Bei mir geht's. Alter. Bei mir leckt's gerade übelst. Meine Schätze. Immer noch? Jetzt ist besser. Jetzt wieder? Ja. Das ist der Staub. Sag ich ja, der Staub in LS verursacht Lecks. Ja, jetzt ist gerade Standard. Staubprofessor. Das habe ich in irgendeinem Video mal gehört und dann habe ich das ausprobiert und das war wirklich so. Oh, ja. Oh, A-O-I-S. Ah, erstmal Motor ausmachen. So. Ich habe abgewürgt. Also ihr müsst mir schon sagen, wenn ihr einfach fertig sind, dann moderiere ich einfach ab. Ein Ründchen noch, dann ist falsch. Ich werde da einmal rauf runter. Ich werde sowieso nicht fertig in der Folge, kannst vergessen. Oder da kann ich mir noch. Ah, hast du mir jetzt die Sahne zu mieten? Nee, dann will ich sie dann schnell. Ah, voll. Ja, weil wir gleich schlafen gehen müssten. Warum? Ja, bist schon ja, wir spielen ja, nee, wir spielen ja wieder auf mal 1, dann macht das ja nichts. Okay, ich bin fertig. Kann ich abmoderieren? Ja. Ja. Okay. Ja, dann, liebe Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Däumchen da, lasst ein Abo da, es kostet nichts. Geht natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt zu Ostrand TV und zu Fabi Nordwest. Und ich würde einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao, ciao. Tschüss.